gibt einfach eine Unwissenheit, eine wirkliche strukturelle Unwissenheit. Wenn Sie die Berichterstattung über den neu aufgeflammten Krieg im Nahen Osten mitverfolgen, haben Sie das Gefühl, dass es Wissenslücken gibt bei Journalisten über die Hintergründe und wenn ja, welche, Frau Saye? Also definitiv habe ich den Eindruck, dass viele Journalisten die Geschichte nicht gut studiert haben. Ich glaube, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, dass das in der Schule gar nicht unterrichtet wurde. Viele Journalisten sind in meinem Alter, ich bin um die 50, und ich weiß, dass ich in der Schule, in der ich war, in Wien, natürlich über den Zweiten Weltkrieg gelernt habe und über die Staatsgründung Israels, aber nicht über die Nakba und nicht über das, was mit den Palästinensern passiert ist. Also die Journalisten können nicht Experte auf allen Gebieten sein. Das habe ich während meines 30-jährigen oder mehr Erfahrung selbst erlebt. Man muss halt entweder Experte sein, Historiker sein. Tatsache ist, dass ich auch in Istanbul, was Sie halt gerade erzählt haben, nicht gelernt habe. Man hat den Eindruck, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eine sehr traumatisierte jüdische Gesellschaft den Weg nach Palästina gefunden hat und dort ein völlig leeres Land vorgefunden hat und die Wüste zum Blühen gebracht hat, aber das ist nicht korrekt. Die Wüste hat schon geblüht und es lebten dort schon Palästinenser, und zwar nicht schlecht und nicht wenige. Es ist ja jetzt so, dass jetzt dieser Tage seit dem 7. Oktober die Medien auch versuchen, diesen Konflikt aufzuarbeiten, geschichtlich aufzuarbeiten, um den Zusehern zu zeigen, woher kommt der ganze Konflikt und so weiter. Und das wird dann oft in Dokumentationen eben aufgerollt. Sehen Sie, Herr Kilic, dass das gelingt, diese Aufrollung des Konflikts, sofern Sie das mitverfolgen? In Österreich? Ja, genau, in Österreich. Manchmal ja. Ich beobachte so tolle Dokumentationen, sei es ORF oder andere Fernsehen. Das ist wirklich sehr nüchtern. Ich bekomme das Gefühl, ich werde nicht über den Tisch gezogen, weil ich passe sehr auf, ob da Check, Recheck, Doppelcheck, 7V-Regel und so weiter. Und da beobachte ich wirklich Top-Dokumentationen. Insgesamt finde ich die Berichterstattung überhaupt nicht ausgewogen. Die Palästinenser per se sind ein sehr säkulares Volk. Religion spielt für uns an sich keine große Rolle oder spielte für uns keine sehr große Rolle. Das heißt, wir sind Christen, unsere Freunde sind Moslems, das ist alles kein Thema. Ja, wir beten am Sonntag, die anderen beten am Freitag, die Juden beten am Samstag. Wir haben viele jüdische Freunde auch und immer schon gehabt. Und ich komme aus einer Familie von Orangenplantagenbesitzern und das ist das, was diese Familie gemacht hat. Die haben einfach ihre Ländereien bewirtschaftet. Das ist meine Urgroßmutter, die wahrscheinlich so angezogen ist wie ihre Urgroßmütter. Es gefällt mir auch nicht, wenn man sagt, Palästinenser sind Moslems und Israelis sind Juden, weil das einfach nicht so ist. Das ist wirklich eine Vermischung eines politischen Konfliktes, wo man versucht, das Ganze zu überlagern mit Religion, um eine Art Gaslighting zu betreiben.